So soll es einmal aussehen, wenn es fertig ist, das neue Dienstleistungszentrum am Flughafen Zürich. In knapp 3 Jahren sollen hier Hotels, ein Convention Center, Shopping Mall und ein universitäres Gesundheitszentrum entstehen. Heute war der offizielle Baubeginn für The Circle. Der Regierungsrat des Kantons Zürich zeigte sich zufrieden, besonders für die Stadt Kloten. Ich glaube, es ist ein wichtiger Entscheid für Kloten, die Standortgemeinde vom Flughafen Zürich, dass man jetzt hier eine Weiterentwicklung macht in diesem Putzenbühl. Ich glaube, es ist ein idealer Standort. Er ist hervorragend erschlossen. Einer der besten erschlossenen Standorte der Schweiz, neben dem Hauptbahnhof Zürich. Und darum hat es natürlich immense Vorteile. Wir haben eine gute Anbindung mit Bahn, Bus und Tram. Mit Investitionskosten von rund 1 Milliarde Franken bilden die Flughafen Zürich AG und Swiss Life zusammen eine Miteigentümergemeinschaft. Das Kerngeschäft bleibt jedoch unverändert. Wir sind ein Flughafen und wir haben im Unternehmen Flughafen Zürich AG zusätzlich jetzt das Dienstleistungszentrum The Circle. Das ist ein langfristiges Projekt. Und Mieter kommen selten 4, 5, 6 Jahre voraus, sondern die wollen konkret etwas sehen. Und ich glaube, jetzt, wenn wir anfangen zu bauen, ist das sehr ein guter Anreiz für zusätzliche Mieter. Symbolisch wurde dann der Schalter umgelegt und die Bauarbeiten können endlich beginnen. Für den Star-Architekten Riken Yamamoto ist The Circle jedoch mehr als nur ein großes Gebäude. I didn't design as a very big building, but also the, like a small city. This is the symbol of the airport and the symbol of the Zurich city and the symbol of the Kloten city. Aktuell ist jedoch nicht viel zu sehen von dem geplanten Großprojekt. Als einer der ersten Hauptmieter wird das Universitätsspital Zürich aktiv den Bau mitgestalten. Dies wird zu einigen Veränderungen auch im Zentrum von Zürich führen. An dem Projekt mitzuwirken bedeutet am besten Standort, beste Erschlossenheit von der Infrastruktur, wie sie sich sonst in der Schweiz nicht mehr findet. Wir werden eine Entlastung am Zentrum vorlegen müssen. Das war auch unser Hauptmotivator, uns umzuschauen, wo wir dann gewisse Dienstleistungen erbringen können, die bis jetzt, wo wir einfach wissen, in den nächsten Jahren werden wir im Zentrum diese Flächen nicht haben. Es ist jedoch nicht geplant, mit dem gesamten Unispital an den Flughafen umzuziehen. Man will sich nur mit bestimmten Dienstleistungen hier positionieren. Es ist ja nicht ein Ort, wo man lang bleibt, sondern wir bieten ausschließlich ambulante Dienstleistungen an. Doch der Weg vom Modell in die Realität ist noch weit. Die erste Etappe von The Circle wird voraussichtlich Ende 2018 fertiggestellt sein, die zweite dann 2019. Bis dahin werden noch viele Besucher eher die andere Seite am Flughafen Zürich nutzen.